Hallo, liebe Zuschauer. Heute im DLK After Talk ist bei mir Herr Hetzer, einer der Geschäftsführer von der Elobau GmbH. Und wir wollen uns unterhalten über Nachhaltigkeit in Unternehmen. Herr Hetzer, schön, dass Sie Zeit für uns hatten. Ja, hallo, auch zusammen von meiner Seite. Fangen wir doch einfach mal direkt an mit einer ganz allgemeinen Frage. Was halten Sie denn für die wichtigsten Faktoren, wenn es um Nachhaltigkeit in Unternehmen geht? Ja, für mich ist das Wichtigste tatsächlich das Wollen. Das heißt, die oberste Leitung des Unternehmens muss es wollen, etwas zu verändern, etwas umzusetzen. Sonst wird das Ganze sehr schwierig für die, die es dann umsetzen sollen. Wo ist denn der Ansatzpunkt? Was müssen Unternehmen jetzt anpacken, am besten morgen, um in Zukunft nachhaltig und damit ja auch attraktiv zu bleiben? Ja, also wir sind ja auch gerade dabei, eine Nachhaltigkeitsbegleitung aufzubauen. Und da ist einfach bei uns das Vorgehen so, dass wir als allererstes mal eine Klimabilanz erstellen. Vielleicht auch eine relativ kompakte, so 80-20-Methode, um festzustellen, was ist eigentlich der Hauptimpact des Unternehmens oder welche Punkte lohnt es sich auf jeden Fall als allererstes anzugehen. Generell denke ich, kann man sagen, wenn man jetzt zum Beispiel ein verarbeitendes Unternehmen ist mit einem entsprechenden Energieverbrauch, dann lohnt es sich auf jeden Fall auf Grünstrom umzustellen, weil das auf sofort schon mal CO2-Emissionen reduziert. Genauso kann man sich natürlich anschauen, ob man noch fossil heizt und da eine Alternative suchen. Auch das wiederum ist sicherlich ein größeres Element in der Klimabilanz, was dann wegfällt, wenn man das verändert hat. Dann gibt es natürlich so klassische Maßnahmen, wie dass man halt die Beleuchtung anschaut, wenn man da relativ viel hat, ob die schon auf eine zeitgemäße Beleuchtung umgestellt ist. Das spart auf jeden Fall auch Emissionen. Hat die ja leider immer noch anhaltende Corona-Pandemie denn den Blick oder die Herangehensweise an Nachhaltigkeit in Unternehmen verändert? Also ich bin der Meinung, ja. Es hat ja, ich sage jetzt mal, automatisch auch eine Veränderung ausgelöst. Durch Homeoffice zum Beispiel hat man sicherlich auch einige Emissionen gespart, weil die Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit fahren mussten. Zum einen, zum anderen ist man doch sehr häufig auf Digitalformate gewechselt, wie wir beide ja jetzt auch gerade praktizieren. Früher hätten wir uns irgendwie gegenseitig wahrscheinlich besucht und dann einen Film gedreht oder das Interview aufgezeichnet. Das ist jetzt auch weggefallen. Also wir beide mussten nicht irgendwo hinfahren. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch ein Effekt ist, der durch Corona ausgelöst wurde und sicherlich auch nach Corona anhalten wird, weil man sich vielleicht schon fragt, welche Termine sollten persönlich stattfinden. Ich bin nicht der Meinung, dass wir alle Termine nicht mehr persönlich stattfinden lassen sollten, aber einige kann man sich wahrscheinlich sparen und damit sparen wir auch Emissionen ein, auf jeden Fall. Haben Sie vielleicht zum Abschluss ein positives Beispiel jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung, das diesen Umschwung zu mehr Nachhaltigkeit schön illustriert? Ja gut, also wir sind ja seit 10 Jahren klimaneutral als Unternehmen und im Produkt. Und in diesen 10 Jahren haben wir relativ viele Maßnahmen ergriffen. Und eine Maßnahme, die wir relativ am Anfang gleich umgesetzt haben, war, dass wir alle Energieerzeugungsmaßnahmen, so nenne ich das jetzt mal, also das heißt sowohl den Strom, den wir mit PV-Anlagen selber erzeugen, als auch das Thema Heizen, also Wärme in Verbindung mit einer Mikrogasturbine, wo wir auch Parallelstrom erzeugen, haben wir in eine eigene Gesellschaft gepackt und da haben wir durch diese Maßnahmen sehr viel CO2 einsparen können. Und man muss auch sagen, dass das Ganze sich auch nach 4 Jahren schon rentiert hat, also auch betriebswirtschaftlich rentiert hat, weil man ja oft auch liest, man muss sich Nachhaltigkeit leisten können. Das sehe ich ganz anders. Die meisten Maßnahmen, die man ergreifen kann als Unternehmen, stellen sich betriebswirtschaftlich auch
positiv dar. Man braucht halt etwas einen längeren Horizont. Also ROI ein Jahr ist schwierig, aber wenn man jetzt mal 4, 5 Jahre auch bereit ist zu schauen, ist es auf jeden Fall auch von der Seite her sinnvoll, etwas zu tun. Vielen Dank. Ich habe wieder was gelernt. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr direkt auf dem Kongress und dann können wir ja mal schauen, ob wir dann alle schon noch ein bisschen nachhaltiger geworden sind. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, auch vielen Dank fürs Gespräch. Schönen Tag. Bis dann. Tschüss.